Hallo, ich würde gerne mal zum Cache eine Beispielaufgabe durchrechnen. Die Beispielaufgabe ist entnommen aus dem Buch Rechnerorganisation und Entwurf von David A. Patterson und John L. Hennessy. Ich hoffe, dass die mir nicht böse sind, wenn ich die Aufgabe mal übernehme. Inhalt der Aufgabe ist es, bei einem Cache mit 64 Blöcken und einer Blockgröße von 16 Bytes rauszufinden, wo die Byte-Adresse 1200 abgebildet wird. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen kleiner geschrieben, damit wir ein bisschen Platz zum Zeichnen haben. Wir überlegen uns am besten erstmal, was wir überhaupt haben. Wir haben 64 Blöcke. Das heißt, wir malen jetzt einfach mal hier 64 Blöcke auf. So, Block 1, Block 2, Block 3. Oh Mann, 64 ist ganz schön viel. Deswegen kürzen wir das ab mit ein paar Punkten, die jetzt nicht so schön aussehen. 64. Und ich mache da mal Nummern dazwischen. Und dann kann man auch erkennen, welche Zahl das ist. Ich hoffe, man kann das alles so gut erkennen. Ist leider alles mausgezeichnet. So, und jetzt steht hier Blockgröße 16 Bytes. Das heißt, in jedem Block stehen 16 Bytes drin. Ich mache das mal mit einem leicht anderen Rot, nämlich mit einem dunkleren. Oh, ich fange lieber hier an. Das sind jetzt schon zwei. Jetzt hätten wir. Was haben wir jetzt? Vier. So, ich habe das Video angehalten, während ich weitergemacht habe. Also, das sind unsere 16 Bytes. Und jetzt wollen wir wissen, in welchem Block steht denn diese Adresse hier. Um das rauszufinden, müssen wir diese Adresse in eine Binärzahl umwandeln. Um das zu tun, bemühen wir mal den Windows-Kalkulator in der, ich habe es jetzt schon auf Programmierer umgestellt, Version und geben da mal die Adresse, zu viel, 1200 ein. Wir überprüfen das, 1200. Und dann gucken wir uns das mal als Binärzahl an und dann kommt genau das raus. Ich habe das natürlich mal vorbereitet, damit ich das jetzt nicht hier so grausam zeichnen muss. Wir vergleichen das mal. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Also stimmt überein. Gut, dann machen wir den mal wieder zu. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, von diesen ganzen Bits hier, welche dieser Bits adressiert überhaupt die Blocks? Und dazu müssen wir uns überlegen, so, dazu müssen wir uns überlegen. So, Sprache wiedergefunden. Dazu müssen wir uns überlegen, was muss eigentlich adressiert werden in unserem Cache. Wenn wir uns das überlegen, sehen wir, wir haben hier, oh, das sieht, das, ich mache es mal in einer anderen Farbe. Habe ein schmuckes Grün gefunden. Das hier haben wir eben schon festgestellt, sind 16 Bytes. Ich mache mal nur ein B hin. Das heißt, wir müssen irgendwo in dieser Adresse müssen wir 16 Byte adressieren. Diese 16 Byte ist die kleinste Einheit, die wir adressieren. Also eines dieser 16 Bytes ist die kleinste Einheit, die wir adressieren. Das bedeutet, dass wir auch bei der Adressierung von der linken Seite von hier aus fangen wir an zu adressieren. Um 16 Bytes zu adressieren, brauchen wir 16 verschiedene Zustände, sag ich mal. Also 16 verschiedene Adressen. Und das sind 16 verschiedene Zustände. Um 16 Adressen im Binärsystem zu adressieren, brauchen wir 4 Bytes. Das kann man nachrechnen, wenn man möchte. Das bedeutet, dass diese ersten 4 Bits in unserer Adresse, in dieser Adresse, nur für die Bytes hier zuständig sind. Wir wollen aber wissen, in welchem Block ist denn diese Byte-Adresse. Das heißt, das interessiert uns gar nicht hier. Das heißt, diese 4 Bits interessieren uns auch gar nicht. Jetzt wissen wir noch, wir haben 64 Blöcke. Das steht ja hier. Ich habe jetzt auch mal die Farbe gewechselt. Und genau das gleiche Spiel wie mit den Bytes hier. Wir wollen 64 Blöcke adressieren. Das heißt, wir brauchen 64 verschiedene Adressen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie viele Zustände sind das? Natürlich 64. Und um 64 Zustände. Um 64, ich schreibe mal Adressen hin, ich mache mal schneller. Um 64 Adressen zu adressieren, brauchen wir 6 Bits. Kann man auch nachrechnen, wenn man möchte. Und dann nehmen wir hier einfach mal 6 Bits raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist alles bis auf das erste. Ich mache da auch mal so einen Kasten drumherum. So. Jetzt könnten wir sagen, okay, genau an dieser Adresse, wir können ja die führenden Nullen erstmal weglassen. An dieser Stelle hier. Diese Stelle gibt uns an, an welchem Block wir sind. Aber jetzt haben wir hier ja dummerweise das mit Dezimal hingeschrieben. Das heißt, das wäre jetzt hier, wenn wir binär wären, wäre das der Block 1, das wäre der Block 0, 1, 0, das wäre der Block 1, 1. Das müssen wir jetzt immer so weitermachen. Aber um uns das zu sparen, weil wir können das ja alles mit dem Dezimalsystem viel einfacher bestimmen, rechnen wir diese Adresse, diese hier, diese 1011 als binär rechnen wir einfach in Dezimal um. Dazu bemühen wir wieder unseren Windows-Taschenrechner.
Der steht schon auf Dezimal, deswegen stellen wir uns auf Binär um. Geben die Adresse ein, 1011, gucken uns das an. Beim Block 11. Also diese Adresse, wenn wir die umrechnen, das ist 11 Dezimal. So. Und das bedeutet für uns, das hier waren ja unsere, das ist ja binär. Ja, hier steht nämlich auch 1,1, das könnte man verwechseln. Wollen wir natürlich nicht. Ich wechsle nochmal die Farbe. So, und wir können uns jetzt hier mal eine Box reinzeichnen, noch dazwischen. Und das ist die Box Nummer 11. Und das ist genau das, wo diese 1200 hinzeigt. Wir könnten jetzt nochmal genauer sein und sagen, okay, hier gibt es ja auch noch diese 0000. Wo zeigt das eigentlich hin? Und dann wissen wir, 000 steht ja irgendwie immer am Anfang. Also würden wir quasi nicht nur den 11. Block, sondern auch direkt den Anfang vom 11. Block damit adressieren. Und das ist auch die Lösung zur Aufgabe, denn in welchem Block steht die Byte-Adresse? Im Block Nummer 11. Man hätte genauso gut auch sagen können, im Block Nummer 1011. Das wäre im Grunde genauso richtig gewesen, wäre halt nur die Binärschreibweise gewesen. Und was mich immer ein bisschen gestört hat, was mir